Hallöchen, Hallöchen, da ist er. Da ist der Videoclip von Erdogan Atalay auf der Autobahn zu Düsseldorf am Fahren, um heute am 19.11.2019 Dreharbeiten zu vollziehen für die allerneueste Serie, die da kommen wird, Cobra 11 2020. Wie gesagt, Cobra 11 hat sich gehäutet, Cobra 11 wird anders. Atalay und Nils Kerwin werden dabei bleiben. Der Fahrer wird weiterhin Atalay fahren, den Erdogan. Und Erdogan sieht auch wieder knuffig aus. Er hat sich den Bart auch schon stehen lassen, damit er den Weihnachtsmann für seine Kinder machen kann. Nämlich schätzungsweise heute in einem Monat. Natürlich nicht, dann ist Nikolaus schon weg. Aber das ist die Vorankündigung einer DVD, die wir Erdogan und Nils zugänglich werden lassen oder zukommen lassen, je nachdem. Ich habe soeben Maya und Maya und Andrea, Anja, habe ich gerade gefragt und wir werden machen. Ja. Grüße, ja, Servus. Ja, alles in Ordnung, alles in Deutschland. Jawohl. Also die Miniclips, die Erdogan macht, ja, habe ich ja gerade ohne Ton. Einmal habe ich es mit Ton und jetzt habe ich es ohne Ton. Finde ich super. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt zum allerletzten Mal. Fan von 96 angefangen bis 2019 und jetzt möchte ich 2020 komplett neu auch dafür weiterhin Fan bleiben. Mir ist egal, ob ich eines Tages da 500 DVD da in einem Schrank stehen habe, wo drauf steht Cobra 11. Man kann ja nicht immer TV Now schauen, an sich brauche ich keine DVD, gebe ich ja ehrlich zu. Ich kann TV Now schauen oder ich kann diverse andere Sachen sehen, ich kann alles sehen, weil ich nun mal an der Quelle bin und sitze und mache und tue. Aber ich bin halt ein fairer Mensch und gebe auch meine 4,99 €, 6,99 € für Disney Plus, 7,99 € für Netflix. Okay, bei Netflix werde ich so langsam einstellen, werde Tendenz Disney Plus bleiben ab März und 2020 und sollte dann ausreichen. Ich habe ja dann noch YouTube, ich habe ja noch Amazon Prime, das reicht an sich, weil so viel fern kann ich gar nicht schauen. Heute ist der 19.11., Erdogan gerade auf der Autobahn, hier seht ihr ihn ohne Ton, ein Clip davor seht ihr ihn mit Ton, hat er euch begrüßt mit seinem Fahrer. Ich habe ihn auch höflich gefragt, wo ist überhaupt das Shirt, ich hätte das auch gerne mit diesem Cobra. Fett hier drauf, ich weiß nicht, ob nur der Fahrer diesen Sweater da trägt oder Hut, keine Ahnung, müsste ein Sweater sein. Sieht nicht so nach Kapuzenpulli aus. So, ich habe bei Amazon rauf, runter, links, rechts, aber leider nicht gefunden. Ich werde Anita und Maya fragen, wenn wir die sogenannten Dreharbeiten machen für Erdogan und für Nils. So, die Öffentlichkeit wird das wohl nicht sehen, weil das sollte privatisiert werden. Vielleicht machen wir natürlich auch noch einen Videoclip für die Öffentlichkeit, damit man sieht, dass wir für Erdogan und Nils da was gemacht haben. So, jetzt ist es halt nur eine Ankündigung. Wir haben den 19.11.2019, wiederhole ich mich. Nochmal, Erdogan ist auf der Autobahn, der wird jetzt schätzungsweise angekommen sein und sie werden den Trailer 2020 für das Jahr und für die neue Cobra 11 Ausrichtung drehen. Mal schauen, wie er uns präsentiert wird und wann er uns präsentiert wird und wann diese Folgen dann kommen werden. Also ich freue mich tierisch drauf, sonst würde ich solche Videoclips nicht machen. Ich mag Cobra 11, ich mag die gesamten Schauspieler, alle. Alle, die jemals da waren, ich finde die alle super toll. Die schwirren zwar jetzt woanders rum. Ich drücke den beiden Damen die Daumen, dass sie es schaffen, bei ARD einen Tatort zu bekleiden für Köln. Ich drücke die Daumen. Jemand anderem brauche ich die Daumen nicht drücken, der hat die Angebote schon für Liebe und für die Rosen. Mehr sage ich jetzt auch nicht. Telenova. Die Telenova ARD. Die Telenova ARD macht ja diese verbotene Liebe und dann die andere Liebe und dann die Rosen. Ich sage aus Sicherheitsgründen das jetzt so, weil andere wissen genau, wovon ich jetzt spreche. Aber ich darf die Namen nicht nennen. Sie haben Hauptrollen angeboten bekommen, um dort zu drehen. So, andere, die bei Cobra 11 waren, sind ja im ZDF zu sehen gewesen. Ja, die haben da halt auch gemacht. Also viele sind momentan bei ARD, ZDF untergekommen, auch der letzte Bulle zum Beispiel ist jemand untergekommen und hat da drehen dürfen. So, ich gratuliere allen Schauspielern, die zu ARD, ZDF wechseln. Okay, ihr müsst mit Steuerkarte arbeiten.
Wenn ihr nicht verheiratet seid, ist die Steuerklasse 1 natürlich heftig. Von 1200 bleibt da nicht viel über, das wisst ihr, aber ihr seid wenigstens zu sehen. Und jedem drücke ich die Daumen, der in irgendeiner ARD-ZDF-Serie aufläuft und wir ihn dann sehen können, zumal wir ihn kennen, privat kennen, die Hand geschüttelt, mit denen essen gewesen und mit denen Stunden verbracht hat. Ich habe mit einigen Schauspielern Stunden verbracht, habe die Kamera nicht angehabt, weil das war privat. Und privat macht man sowas nicht. Aber Sie wissen, auch wenn Sie jetzt diesen Clip sehen, dass das stimmt. Im Jahre 2020 wird sicherlich einiges gemacht werden. Ich sage auch immer, ich will nicht stören, weil mich kann man ja hier stören, weil das ist meine Arbeit, gestört zu werden. Ich bin ja Dienstleistender. Ich arbeite ja für die Menschen, so wie jetzt auch. Hallöchen! Hallöchen!